Sie haben es gehört, es geht um schwierige, um abgründige Fragen in Franz Obels neuem Roman. Franz Obel, bevor wir über das Abgründige reden, lassen Sie uns über das Persönliche sprechen. Wir kennen uns seit 20 Jahren und ich glaube, ich habe so ziemlich alles gelesen von Ihnen, das Sie publiziert haben in diesen 20 Jahren, einschließlich der Fußballerbücher. Aber ich muss sagen, Ihr Roman hat mich verblüfft. Einen solchen Seefahrerroman hätte ich einer ausgewiesenen Landratte wie Ihnen nicht zugetraut. Das Maritimste, so könnte ich mir vorstellen, was Sie in Ihren prägenden Jahren als Industriearbeitersohn im oberösterreichischen Lenzing gesehen haben. Das Maritimste war wahrscheinlich das Strandbad von Seewalchen am Attersee. Wie um Gottes Willen haben Sie es geschafft, einen so glaubhaften Seefahrer- und schiffbrüchigen Roman zu schreiben? Das ist ja doch eine Welt im Prinzip, die dem Oberösterreicher eher fremd ist. Ja, wir sind eigentlich nur in der Dürnager baden gegangen. Und ihr wart gar nicht in Seewalchen. Wir haben uns gar nicht zum Attersee getraut, weil da waren in meiner Jugend lauter deutsche Touristen oder Wiener. Nein, ich war fasziniert von den Ereignissen auf dem Floß, die sich auf dem Floß selbst abspielen. Jetzt war es mir aber als Schriftsteller irgendwie unmöglich, dass ich die Leute, diese 150 Menschen, sofort auf das Floß raufgehen lasse und man kennt diese Leute nicht. Das heißt, ich habe gebraucht diese Seefahrt, bis es zur Schiffskatastrophe kommt, bis es zum Floßbau kommt, einfach um auch die Leute einzuführen, weil es doch ein sehr großes, beträchtliches Inventar gibt. Und habe dann halt begonnen, mich ein bisschen für Seefahrerei und Segelschiffe zu interessieren und habe gemerkt, ich weiß überhaupt nichts darüber. Also alles, was ich darüber weiß, ist sehr klischeehaft oder stammt aus Piratenfilmen oder weiß der Teufel woher. Und habe dann versucht, irgendwie soziologische Bücher zu finden, habe auch die klassische Literatur natürlich gelesen, habe auch viele Filme angesehen und bin immer so ein Stückwerk weitergekommen. Dann habe ich noch das große Glück gehabt, dass ich wahrscheinlich den einzigen Österreicher kennenlerne, der auf historischen Segelschiffen herumreist. Ich sehe ihn gerade im Publikum sitzen. Und das ist durch einen totalen Zufall passiert und der hat mir auch sehr geholfen, mir diese Faszination Segelschiff zu erklären, dieses, wie die Manöver ausschauen. Und so bin ich halt da mehr und mehr hineingekommen. Und das hat natürlich was wahnsinnig Faszinierendes. Also ich habe in der Theorie, glaube ich, einige Segelturns gemacht, bin natürlich auch dann in der Zeit jetzt, da war ich doch viel unterwegs, immer jede sich bietende Schiffsreise habe ich, wo mich meine Frau gefragt hat, fliegen wir oder fahren wir mit dem Zug oder wir könnten, es ist viel teurer, aber wir könnten auch mit dem Schiff fahren und ich bin natürlich immer mit dem Schiff gefahren und dann habe ich habe stundenlang ins Wasser reingeschaut. Meine Frau hat mich immer gefragt, was schaust du da hinein und irgendwie, es hatte immer andere Farbe und also so man hat da irgendwie schon eine, aus dieser Wasserbeobachtung von einem Schiff aus eine andere Wahrnehmung, die man nicht hat, wenn man zu Hause am Schreibtisch sitzt oder wie es bei mir ist, im Bett liegt. Wo haben Sie diese Schiffsreisen, diese ausgedehnten Schiffsreisen hingeführt? Bratislava nehme ich an oder auch andere Destinationen? Naja. Ja, Bratislava mit dem Twin City Liner war tatsächlich dabei. Hätte ich aber jetzt gar nicht gezählt. Nein, wir waren auf Sylt, da haben wir tatsächlich auch ein Piratenschiff mit dem Kind gemacht. Dann waren wir in Australien, zuerst in Neuseeland, da sind wir von Wellington nach Picton gefahren. Dann irgendwie in Sydney fährt man auch auf so kleine Inseln. Also es geht immer darum, ins Wasser zu schauen. Dann war ich in Split, da bin ich auf diese Inseln, die da vorgelagert sind, gefahren. Dann war ich im Senegal, da habe ich mich tatsächlich, also nicht zur historischen Stelle, aber irgendwie in die Nähe auf so einer Perocke bringen lassen, den Senegal runter und dann die Mündung hinein in den Atlantik. Zur historischen Stelle, das liegt erstens zu weit draußen, das hätte sich da keiner getraut und zweitens ist es eigentlich Hoheitsgebiet von Mauretanien mittlerweile und da gibt es angeblich scharfe Grenzkontrollen und irgendwo noch. Also es waren ein paar so Schiffsreisen dabei. Also das waren schon richtige Schiffsreisen? Ja. Diese Medusa-Katastrophe ist ja eine der mythischen Geschichten der europäischen Romantik, eine wahre Geschichte eben.
Wahrscheinlich, wenn sich schwarze Romantiker wie Byron oder Poe eine wirklich düstere Geschichte ausdenken hätten müssen, hätten sie vielleicht auf die Medusa-Geschichte kommen können. 150 Menschen überleben, die meisten eben nicht, auf einem Floß. Es ist eine Geschichte, wozu Menschen fähig sind, wenn die Ressourcen nicht für alle reichen, wenn nicht genug da ist für alle. Man kann beispielhaft studieren am Beispiel dieses Medusa-Flosses, was dann passiert. Man metzelt sich gegenseitig ab, man beginnt, man frönt dem Kannibalismus, es herrscht das Recht des Stärkeren. In der Passage, die Sie gelesen haben, ist ein-, zweimal davon die Rede, dass diese Geschichte so unerhört skandalös ist. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Skandalöse an dieser Geschichte? Ich hätte zwei Verdachtsmomente. Das eine wäre die Frage, wie weit ist es her mit der menschlichen Zivilisation? Und die zweite Frage ist eine beinhart politische Frage. Diese Katastrophe der Medusa ist zu verdanken atemberaubender Inkompetenz und schwerem Führungsversagen. Das alles hätte ja nicht passieren müssen. Was war für die Zeitgenossen und was war für die französische Obrigkeit 1816 das Skandalöse an dieser Geschichte? Ja, es gab einen sehr unfähigen Kapitän, der eigentlich nur deswegen damit betraut worden ist, diese Flotte zu führen, weil er Royalist war, der war vorher 20 Jahre lang im Exil, hat überhaupt noch nie ein Schiff geführt oder kommandiert, war eigentlich Zolloffizier und hat halt irgendwie Bittbriefe geschrieben ständig und hat irgendwie gesagt, ja, er ist, war immer treuer Royalist, also man soll ihm doch irgendwie eine wichtige Funktion geben. Und der hat dann auch nicht auf seine Offiziere, die Bonapartisten waren, gehört, war im Gegenteil mit denen verfeindet. Dann war die ganze Rettungsaktion, die man gestartet hat, die ja ganz interessant war, wenn man versuchte, das Schiff mit einem Anker rauszuziehen. Also man hat einen Anker auf die offene See hinausgerudert, auch auf einem kleinen Floß aus Fässern, hat den Anker ins Meer gelassen und hat dann versucht, sich rauszuwinden. Das ist einmal nicht funktioniert. Beim zweiten Mal hat es funktioniert, da war das Schiff tatsächlich wieder frei. Und genau in dem Moment ist eine große Welle gekommen und hat die Medusa wieder zurück auf die Sandbank geworfen. Man hätte irgendwie etappenweise die Leute retten können. Man hatte natürlich Angst, dass das Schiffswrack auseinanderbricht, aber tatsächlich ist es nicht auseinandergebrochen. Man hat 53 Tage nach dem Aufgrundlaufen noch drei Überlebende gefunden von 17, die sich geweigert haben, sowohl entweder auf das Floß oder in ein Rettungsboot zu gehen. Also da gab es schon eine Reihe von Versagen, die damals dem Nationalstolz der Franzosen, der ja immer noch nicht ganz gering ist, geholfen haben. Für mich war eigentlich das skandalös, also der Kannibalismus, glaube ich, war damals nicht so skandalös und ich denke, das würden wir wahrscheinlich in so einer Situation alle machen. Also die es nicht gemacht haben, waren dann einfach entkräftet. Es gibt auch so Berichte vom Rugby-Team, im uruguayanischen Rugby-Team bis Mitte der 70er Jahre über den Anden abgestürzt ist, die dann auch toten Fleisch gegessen haben, weil sie einfach, also zwei haben sich geweigert, die waren dann zu entkräftet und sind dann gestorben. Da ist ja dann auch die Frage, die in Ihrem Buch aufgeworfen wird, wenn man sich selbst weigert, Menschenfleisch zu essen, wird man potenziell selbst zum Futter. Ja, ein ethisches Problem, das diskutiert wird auf Ihrem Floß. Ja, wobei, also das war auch bei den Walfängern gang und gäbe, wobei jetzt es hier nicht notwendig war, dass man Leute umbringt, damit man Nahrung hat, sondern Tote gab es durch die Massaker ohnehin bereits genug. Das für mich Skandalöste war eigentlich, dass man einige Tage vor der Rettung entschieden hat, die Geschwächten, die nicht mehr stehen können, die dahin siechen, dass man die über Bord wirft, damit man selbst ein bisschen eine größere Überlebenschance hat. Es gab nur mehr sehr wenige Vorräte und man hat jetzt gesagt, wenn wir die 10 da ins Meer schmeißen, dann haben wir vielleicht 2, 3, 4 Tage länger Hoffnung. Das fand ich eigentlich eine sehr arge Maßnahme, die ich nach wie vor nicht ganz nachvollziehen kann. Was auffällt an Ihrem Buch, ist doch der sehr prononcierte sozialkritische Zugang. Sie beschreiben die Situation auf dem Schiff selbst, auf der Medusa, schon als beinhartes Klassenregime. Es gibt ganz klar mehrere
Klassen von Menschen auf diesem Schiff und eine ganz klare Hierarchie. Wir haben an der Spitze diesen Kapitän und einen zwielichtigen Freund, den der mit hat, der auch von Schifffahrt keine Ahnung hat, sich aber aufspielt als Chefberater des Kapitäns. Und beide sind in einem Ausmaß inkompetent, dass man nur staunend das lesen kann, wie sie das beschreiben. Und diese Führungsschicht, dann gibt es noch die Offiziere, die sind eher republikanisch gesinnt, aber diese Führungsschicht trennt vom Rest der Besatzung, die trennen Welten. Und man setzt diese, ich nenne es halt so, Klassenherrschaft mit beinharten Gewaltmaßnahmen durch, auch das schildern Sie sehr plastisch. Also dieser sozialkritische Zugang war Ihnen schon auch wichtig. War mir jetzt als Autor nicht wichtig, dass ich gesagt hätte, ich will einen sozialkritischen Zugang, sondern es hat sich einfach ergeben und ich sehe, soweit ich in der Lage bin, die Historie auch so, es hat mich immer schockiert, wie die Obrigkeit mit den unteren Schichten umgegangen ist. Nicht? Es gibt ja da sehr viele Berichte über Foltern oder Hinrichtungen teilweise, die eine Brutalität gehabt haben, noch vor 200 Jahren, wo man sich denkt, das ist unglaublich, vor so kurzer Zeit, wie man dann auch mit Leuten umgegangen ist. Und parallel dazu konnten sich natürlich die Leute, die es sich leisten konnten, sich meistens freikaufen. Also dass es dann eine viel ärgere Differenz der Klassen gegeben hat, das hat mich schon immer schockiert eigentlich, sagen wir so. Es beginnt ja gleich relativ brutal. Irgendwo noch vor der europäischen Küste geht ein Schiffsjunge über Bord und an Bord der Medusa ist auch der künftige Kolonialgouverneur des Senegal, Monsieur Schmalz, der hat wirklich so geheißen. Monsieur Schmalz hat es eilig, in den Senegal zu kommen, damit dort bald repräsentieren kann die französische Krone. Und der sagt, na, den retten wir nicht, das kostet ja 2-3 Stunden Zeit, der soll da saufen. Ist diese Geschichte historisch verbürgt? Ja, es ist beides historisch verbürgt. Also sehr vieles von dem, was im Buch vorkommt, ist historisch verbürgt oder halt haben halt die Überlebenden aufgeschrieben, wie weit die dann erfunden haben. Aber da sie eben gesagt haben, unter anderem, dass sie Kannibalismus betrieben haben, dass sie die Leute über Bord geschmissen haben, sind sie sehr glaubwürdig, sagen wir mal so. Und dass der Schiffsjunge über Bord gegangen ist, ist historisch verbürgt. Dass der Gouverneur irgendwie schnell darunter wollte in den Senegal, damit er endlich sein Amt antreten kann, ist historisch verbürgt. Dass es eine Äquatortaufe gegeben hat, das war damals auch ein sehr deftiger Spaß, den man mit jenen Leuten gemacht hat, die zum ersten Mal den Äquator passieren, wobei das Schiff jetzt gar nicht den Äquator passiert hat, sondern nur den Wendekreis und trotzdem hat man diese Äquatortaufe durchgeführt, ist verbürgt, dass man die Kanonen, also nachdem man die Sandbank aufgelaufen ist, haben Leute gesagt, bitte schmeißt diese Kanonen, wir haben 44 Kanonen an Bord, die alle mehrere Tonnen wiegen, schmeißt sie ins Meer, das Schiff wird leichter, wir sind leichter wieder frei. Daraufhin hat der Kapitän gesagt, na, das ist Eigentum des Königs, wir können nicht Königseigentum ins Meer werfen. Also solche, ist auch historisch verbürgt, also das sehr, sehr vieles ist historisch verbürgt, die meisten Namen sind historisch verbürgt, ich habe eigentlich nur, so, also den Namen des Schiffskochs habe ich erfunden, seinen Gehilfen und den Schiffsjungen, die habe ich, das sind Erfindungen von mir und ein paar Details natürlich auch, aber im Prinzip ist sehr, sehr viel, soweit es halt irgendwie machbar war, historisch. Und dass der künftige Gouverneur des Senegal eine Guillotine mit hatte auf dem Schiff, die er auch nicht versenken wollte, weil die Macht der Krone repräsentiert, stimmt das auch oder ist das eine gute Erfindung von mir? Das ist jetzt eine Erfindung von mir. Na, ich hätte es geglaubt. Ich hätte es geglaubt. Und diese, wie soll ich sagen, diese Ungleichheit der Menschen zeigt sich dann natürlich sehr schön, als die Medusa auf Grund gelaufen ist und es um die Frage geht, wer darf in die 6 Rettungsboote. Da ist auch ganz klar, das setzt man mit, es waren auch Soldaten an Bord, das setzt man auch mit sozusagen militärischer Hilfe und klaren Kommandostrukturen, setzt man das durch. Ja, klar, das ist irgendwie, also die waren einfach mehr wert. Ich meine, man muss sich das so vorstellen, es gab halt eine Oberschicht, die Offiziere und die reichen Passagiere, die auch Kajüten hatten. Und der Rest musste mehr oder weniger im Zwischendeck schlafen, in Hängematten. Für die Offiziere gab es Toiletten bereits, für alle anderen gab es vorne beim Bug diesen Teil, diesen Bugspriet, die mussten da über den Vordersteven, heißt das glaube ich, drüber kraxeln und mussten sich dann irgendwie an diese Balken anhalten, erleichtern. Also, und das bei einem
bei einem ziemlich hohen Seegang stelle ich mir nicht so ganz ohne vor. Man wird ja dann eh gleich waschen von den Wellen. Diese ganze Floßgeschichte, diese ganze Geschichte um das Floß der Medusa ist ja in gewisser Weise auch ein Sozialexperiment, ein grausames Sozialexperiment. Es geht um die Frage, wie verhalten sich Menschen, wenn man die Ressourcen radikal verknappt. Also es ist zu wenig Platz da, es ist zu wenig zu trinken da, es ist zu wenig zu essen da. Das Resultat dieser Sozialstudie ist ein wenig ermutigendes. Das könnte man mit der Hobbes'schen Losung zusammenfassen. Der Mensch ist des Menschen Wolf, wobei Wölfe untereinander an sich relativ nett miteinander umgehen. Das unterscheidet offenbar Menschen von Wölfen. Also ein ausgesprochen optimistisches Menschenbild ist es nicht, zu dem man kommen kann, nachdem man ihr Buch gelesen hat, das aber nicht ganz so düster ist, wie jetzt die Geschichte vielleicht insinuiert. Also zu was für einem Menschenbild kommt man da? Keine Ahnung. Also es ist, hat sich schon die Frage gestellt, wer überlebt und wer überlebt nicht. Es gab Leute, die eine Aufgabe hatten, die eine Hoffnung hatten, nicht? Also auch von den Leuten, die am Schiffswrack zurückgeblieben sind, sind also 14 haben versucht, auf dem zweiten Floß, oder 13 haben versucht, auf dem zweiten Floß an Land zu kommen. Ein weiterer hat es versucht in einem Hühnerkäfig, sind alle ertrunken. Drei sind auf dem Wrack geblieben und von diesen dreien sind zwei wahnsinnig geworden. In diesen 53 Tagen, bis man sie gefunden hat, eine wahnsinnig lange Zeit, die mussten immer in den Schiffsbauch hinein und sich die Nahrungsmittel holen und das ist teilweise natürlich unter Wasser gestanden, die Balken haben geknarzt und der dritte hat deswegen überlebt, weil er die zwei anderen gepflegt hat. Er hat die an die Masten angebunden und hat sich mit denen unterhalten und hat die gepflegt. Und auf dem Floß, glaube ich, war es ähnlich, dass die Leute, die, also es haben vor allem die Offiziersanwärter überlebt, also schon die Höherstehenden, weil die auch teilweise bewaffnet waren, weil sie vielleicht auch ein bisschen mehr Geist hatten, weil sie ein bisschen mehr Disziplin, Selbstdisziplin und Skrupellosigkeit hatten. Braucht man als Militär vielleicht auch. Skrupellosigkeit würde ich sagen, nicht unbedingt. Ich meine, man muss sich vorstellen, die waren alle noch wahnsinnig jung. Die meisten waren 20, 23. Naja, aber die 12-jährigen Schiffsjungen dann über Bord werfen, damit man selbst mehr Wein hat, bedarf einer gewissen Skrupellosigkeit. Das stimmt auch wieder. Mhm. Man könnte aus dieser ganzen Medusa-Geschichte auch den Schluss ziehen, Humanität ist eine Frage der ausreichenden Ressourcen. Humanität muss man sich leisten können. Wenn man sie sich nicht leisten kann, gibt es auch keine Humanität. Wäre das ein Schluss, der Ihre Billigung fände? Ja. Ihre Billigung, also jetzt müssen wir unterscheiden. Also dass das in der Realität vielleicht so ist, ist das eine. Dass man es billigt und gut findet, ist das andere. Es war zumindest in der Geschichte so, sagen wir so. Also es hat dann keine oder nur mehr Reste einer Moral gegeben oder eines Humanismus, weil die Leute einfach gut sich nur mehr an das Überleben geklammert haben. Es um nichts anderes gegangen ist und es gab ja keine Instanz, die darüber gewacht hat, wie man irgendwie sich verhält. Das war ja klar, dass nur wenige, nur die Stärkeren überleben. Es ist keine Strafe in Aussicht gestellt oder sonst irgendwas. Es hat jeder sich benehmen können, wie er wollte. Und das ist halt dann immer ärger und immer noch tiefer gegangen. Faszinierend finde ich auch die wahrscheinlich zentrale Gestalt des Romans, diesen Schiffsarzt Savigny, den wir doch sehr gut kennenlernen, der auch dann zu den Überlebenden zählt. Und dieser Savigny, ein Republikaner, ein Anhänger der Französischen Revolution, ein Anhänger der modernen Naturwissenschaft, dem haben Sie aber auch die eine oder andere dunkle Seite beigegeben, diese eigenartige wissenschaftliche Obsession, die er hat. Wie haben Sie diesen Savigny, wie haben Sie diese Figur für sich entwickelt? Also nur einen eigentlich
einen Menschen, der auch angesichts des Grauens noch einen Rest an Humanität versucht, irgendwie aufrechtzuerhalten und einen Rest an aufklärerischem Denken. Das ist der zweifellos, aber er hat auch abgründigere Seiten. Ja, hat dieses kalte Beobachten von Wissenschaftlern, dieses emotionslose Forschen nach dem Urgrund des Seins vielleicht. Und er betrachtet halt die Menschen so wie Insekten, also sehr, sehr kalt, sehr, sehr wissenschaftlich. Und das macht ihn emotionslos und deswegen auch wieder fragwürdig. Und zugleich auch ist der Bursche eine sehr moderne Figur in diesen ganzen Widersprüchen. Dieses Kalte, dann zugleich doch Einsatz für Menschenrechte und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das sind eigentlich die Ambivalenzen der Moderne damals. Ja, ja. Ja, ich habe bei allen Figuren versucht, dass ich heute, wie ich das halt immer mache, dass ich mal teilweise entlehne von Leuten, die ich kenne, irgendwelche Eigenschaften, dass ich, also Figuren wachsen dann so und natürlich hat jeder Mensch, ich kenne keinen Menschen, der nur gut oder nur böse wäre, das gibt es irgendwie nicht, also jeder hat eigentlich beide Seiten und das geht einmal mal in die eine, mal in die andere Richtung, auch die ganz, also der Böseste ist irgendwie der Schiffskoch, der wirklich ein brutaler Kerl ist und auch der wird in der Stunde seines Todes sozusagen auch plötzlich sehr menschlich und sehr greifbar, also es ist irgendwie, so ist halt der Mensch beschaffen, glaube ich, und das kommt da auch in dieser Geschichte raus. Faszinierend finde ich auch die Erzählperspektive des Buchs. Es gibt einen allwissenden Erzähler, der uns diese Geschichten präsentiert und dieser Erzähler ist unverkennbar ein Mensch von heute. Der erzählt das historische Geschehen, aber der tut immer wieder auch ein bisschen so ironische Anspielungen einbringen, er vergleicht die eine oder andere Figur mit physiognomisch mit Schauspielern wie Lino Ventura und Alain Delon, er kennt offenbar Flughäfen, er tut immer wieder so kleine Sidesteps machen, auch ins Heute. Was hat es mit diesem Erzähler auf sich? Haben Sie den auch eingeführt, um ein bisschen die Illusion zu brechen, dass man jetzt hier eine authentische Geschichte des Jahres 1816 erzählt? Wollten Sie das brechen? Wie kamen Sie zu diesem Erzähler? Na, ich wollte es zuerst ganz authentisch erzählen. Ich habe sehr viele Romantiker gelesen, sehr viele Berichte aus der Zeit, habe irgendwie versucht, diese Sprache des beginnenden 19. Jahrhunderts, diese romantische Biedermeiersprache ein bisschen zu imitieren und habe dann gemerkt, das ist zu steif, das ist zu verschnörkelt, das bin nicht ich, das ist irgendwie wie wenn ich mich verkleiden würde und dann hat sich sehr schnell diese andere Perspektive ergeben, dass ich das einfach als heutiger Mensch erzähle, wie ich es erzählen würde und deswegen auch ein gewisses Inventar habe, was mir auch die Möglichkeit gegeben hat, dass ich nicht bei jedem Wort nachschauen muss, gab es das schon, weil es ist ja dann, gibt ja wahnsinnig viele Wörter, die einfach erst entstanden sind im Laufe der Zeit. Also das richtig authentisch zu machen, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und von diesem Druck habe ich mir irgendwie genommen und ich habe mich dann beim Schreiben einfach viel wohler gefühlt, habe aber manchmal auch so Innenperspektiven, Innenschauen von den Figuren oder Dialoge gibt es natürlich auch, innere Monologe und da bin ich dann schon, habe ich schon versucht, einigermaßen in der Zeit zu sein und das, man weiß es bei vielen Sachen nicht. Also Eisdiele zum Beispiel, habe ich dann nachgeschaut, hat es damals schon gegeben, aber Formaldehyd ist erst später erfunden worden. Also bei jedem Begriff muss man eigentlich immer nachschauen, ob der schon existiert hat oder nicht und das war viel Arbeit. Ich habe die letzten 3 Tage verbracht mit der Lektüre Ihres Romans und ich muss Ihnen gestehen und ich muss Sie auch ein bisschen warnen, man ist dann schon ziemlich erschlagen, das geht einem an die Nieren, was Sie da schildern. Wie haben Sie es ausgehalten, Franz Zobel, viele Jahre gewissermaßen geistig an Bord des Medusa-Flosses zu verbringen, da besteht ja doch allerhöchste Depressionsgefahr, oder nicht? Jein. Also erstens habe ich versucht, auch immer die groteske und die lustige Sache auch manchmal zu sehen. Ich hoffe, dass mir das auch geglückt ist, dass man nicht nur runtergezogen wird. Und dann ist es halt, ich habe schon gelernt, dass man das Leben irgendwie mehr zu schätzen weiß, wenn man sich da hineinbegeben hat. Es war schon wie eine Expedition in die Abgründe des Menschlichen, wo man irgendwie, weiß nicht, man rüstet sich aus und versucht halt irgendwie
da irgendwo hinzukommen, auf einen Berg raufzugehen, meinetwegen auf einen hohen und oder in einen Abgrund hineinzugehen. Und wenn man dann wieder zurückkommt, dann ist man irgendwie schon von dieser Erfahrung, die man da gemacht hat, natürlich sehr beeindruckt, aber irgendwie auch froh, dass man das gemacht hat. Also kann jetzt nicht sagen, dass ich nahe im Selbstmord gewesen wäre. Diese Medusa-Geschichte ist ja immer wieder in den letzten 200 Jahren auch als Metapher für größere Zusammenhänge verstanden worden. Und wenn man das Buch heute liest, in Zeiten großer ökologischer Probleme, in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten einer doch anhaltenden Wirtschaftskrise, in Zeiten, in denen die Ressourcen knapper werden, die Verteilungskämpfe härter werden, dann könnte man ja auch sagen, die Medusa-Geschichte könnte auch sein, eine Metapher für das, was unserem Globus irgendwann bevorsteht. Vielleicht jetzt noch nicht, aber vielleicht in 50, 100, 200 Jahren. Das wäre dann schon, so vorsichtig man sein muss, kleine Geschichten mit 200, 300 Protagonisten jetzt auf den ganzen Planeten umzuwälzen, aber das wäre doch eine düstere Perspektive, wenn irgendwann die Erde zu einem Medusa-Floß werden würde. Ja, ich glaube, was die Unfähigkeit und den Dilettantismus und diese Schamlosigkeit anlangt, die der Kapitän an den Tag gelegt hat, haben wir jetzt in Amerika schon ein ziemlich offensichtliches Pendant. Jetzt hoffe ich, dass die restliche Geschichte nicht ähnlich ausgeht. Irgendwie bin ich positiv, also ich glaube irgendwie an die Kraft des Menschen und ich denke, dass der Mensch die Stärke hat, über alle Krisen hinwegzukommen. Also ich weiß, wie wir jugendlich waren, hat es geheißen, es gibt das Baumsterben, in 20 Jahren wird es keinen Baum mehr geben, die Rohstoffe werden außer im Jahr 2000, hat damals der Club of Rome verkündet, habe ich natürlich auch alles geglaubt, aber der Mensch schafft es dann doch irgendwie, dass er damit zu Rande kommt. Aber wenn natürlich nur Dummheit regiert, dann kann es schon sein, dass wir in eine Klimakatastrophe hineinschlittern. Und was das soziale Gefälle anlangt, das haben wir natürlich jetzt schon. Ich meine, wenn man sich Afrika anschaut, und ich war ja im Senegal, ist man irgendwie schon teilweise erschüttert, weil einerseits die ganze Landstriche, was die Infrastruktur anlangt, zerstört sind, die Bodenschätze abgebaut sind, Europa wahnsinnig viel dort verursacht hat. Man hat ja jahrhundertelang Millionen Menschen versklavt und ein Drittel der afrikanischen Bevölkerung, ja, glaube ich. Und die jetzt natürlich wenig Möglichkeiten oder wenig Perspektiven haben, aber trotzdem natürlich genauso wie wir am Leben hängen und halt einigermaßen gut leben wollen, das ist die andere Sache. Also es ist ein schwieriges Dilemma. Sie haben es gesagt, Captain Trump hat das Kommando übernommen über die westliche Welt. Man könnte schon die Sandbänke aufziehen sehen, auf die wir vielleicht zu manövrieren. Ich habe aus Ihrem Statement herausgehört, dass Sie den Navigationskünsten des Captains nicht wirklich vertrauen. Sollte man vielleicht über Meuterei schön langsam nachzudenken beginnen? Naja, Meuterei hat es immer gegeben. Und ich meine, das Tragische ist, dass diese grünen Revolutionen, die es da im Maghreb gegeben hat, in Tunesien und auch in Syrien und Algerien und überall, Libyen, dass das ja in den wenigsten Ländern irgendwie zu einem positiven Ende gefunden hat. Also das war ja, meistens ist es ja so, dass es jetzt noch viel, viel schlimmer ist, als es unter dem Diktator war. Also Meuterei findet in den sozialen Netzwerken findet ja ständig eine Art Meuterei statt. Aber es bedarf einfach einer Bürgergesellschaft. Also die Leute müssen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, man muss die Leute einfach bilden. Weil wenn sie gebildet sind, dann lassen sie sich nicht alles gefallen und dann machen sie auch nicht alles mit. Und das ist irgendwie, also momentan ist natürlich so eine Verbildung oder eine Zeit der Umbildung fast, wenn man sich so das öffentliche Fernsehprogramm anschaut und diesen Dschungelcamp-Wahnsinn und was da alles passiert, das ist gerade, glaube ich, die falsche Richtung. Man muss weltweit schauen, dass die Leute Bildung kriegen und dann glaube ich auch an den Menschen. Ein Plädoyer für die Bildung am Ende unseres Gesprächs. Ich glaube, der Georg Breinschmidt spielt noch was für uns. Bitte.
Schuster mit. Das Floß der Medusa, so heißt der neue, auch von den Kritikern bisher hochgelobte Roman von Franz Zobel. Erschienen ist er im Schollnei Verlag. Ich bedanke mich bei Georg Breinschmidt für die wunderbaren Stücke. Ich bedanke mich bei Franz Zobel für seinen Auftritt hier im Parlament und für dieses wirklich in jeder Hinsicht gewichtige Buch. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern und Veranstalterinnen, die jetzt noch zu Erfrischungen in die Säulenhalle laden. Das war's hier im Parlament kulturell heute. Dankeschön.